Läuft es? Also ist zu leise. Also, okay. Hallo und wir. Okay, es war doch zu leise. Okay, das ist wiederum zu laut. Okay. Einleitung, okay. Hallo und willkommen zu dieser Folge Castle Crush. Ja, wie wir sehen können, haben wir nach dem vorigen Stream heute noch weiter gekämpft. Ja, also so im privaten Verhältnis. Und wir sind Burg 2 geworden. Nice. Und wir haben die Steinstatue frei. So wie den Henker. Derzeit hier im Kampfdeck 1 zu finden hier. Die Steinstatue steht in der Beschreibung. Diese zauberhafte Dekoration lenkt deine Gegner ab und kostet sie Zeit. Das Gute ist, man kann sie wenigstens auf jeder freien Fläche platzieren und ja, lenkt etwas ab. Kann man vielleicht als einen kleinen Tank benutzen. Zumindest stoppen. Henker Level 1 kostet 8 Mana. Vor 2 Stück. Also einen habe ich schon. Einer fehlt noch. Ein gnadenloser Söldner, der am liebsten Köpfe rollen sieht. Mit Flächenschaden sogar. Oh, was wir jetzt freischalten können, wären die Pfeile. Kosten 3 Mana. Magieschaden 200. Schützt deine Burg, indem er Dutzende von Pfeilen in Richtung deiner Gegner abfeuert. Wir können den Sensenmann freischalten. Selbst der Tod fürchtet sich vor ihm. Wir können den Skelettschwarm freischalten. Wie wäre es mit 7 Skeletten für 5 Mana? Was für ein Schnäppchen. Wir können den Blitz freischalten, den Lightning. Aber dieser hier greift den Gegner mit der höchsten HP im Zielgebiet an. So. Skelettkönig könnten wir freischalten. Immer mit seinen besten Freunden, den Skeletten, unterwegs. Ja. Mehr außer das, was wir jetzt aktuell finden können, hier Burg 2, Königliche Burg und Übungsburg, können wir derzeit auch nur wohl nicht finden. Ja gut, von dieser Kiste haben wir nur was von Burg 1. Außer das sei von dieser Kiste. Die enthält ja auch noch was von Burg 2 oder die Piratenkiste oder den Siegeschests. Okay, Warnung, wir können keine Kisten gewinnen. Wir springen aber in ein Gameplay gegen Birnot. Steinstatue erstmal hinstellen. Okay. Okay, wir kriegen auf einmal sowas. Eine Dryade. Okay, er wird heftig. Warum kriege ich jetzt die Bogenschützen? Also da läuft meine Starthand gerade wirklich nicht voll. So. Die Bogenschützen halten da zumindest gerade eine Einheit auf Trab. Okay, die Bombe hat es da etwas abgeschwächt. Ein Inferno. Bogenschützen. Eine Bombe. Bam. Okay. Dämon. Zack. Inferno. Bam. Okay, wir haben Skelette, die wir uns noch aufbewahren sollten. Okay, Inferno hat es abgewehrt. Ein Henker. Okay, da kommt eine Dryade. So. Noch ein Henker. Nee, nee, Dryade. Skelette, Skelette. Dryade. Wir machen jetzt richtig Druck. Wir ziehen noch eine. Spielen sie aus. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn.
Plus 25. Ja. Ich soll jetzt auch nicht allzu lang gehen. Ein paar Gameplays. Hier in Castle Crush. Okay. Wir starten mit Bogenschützen. Gegen Zuckerflex. Aber irgendwie treffen wir jetzt gerade. Okay. So, privat bin ich jetzt auch in Andersländigeren begegnet. Aber dieser scheint wohl schon etwas stärker zu sein. So, Skelette einmal als kleiner Tank. Okay, der Krieger wird zwar dadurch drauf gehen, aber wir haben sein. Okay, er hat einen Sensenmann. Er kann einen One-Hitten. Okay. Aber hat dafür sehr wenig Life. Okay, Dämon. Dämon. Eine Steinstatue. Inferno. Wir haben uns beide gegenseitig Inferno. Steinstatue aber steht noch mit 1 KP. Mitten auf unserer Seite. Er setzt seinen Henker ein. Ich komme direkt mit Dämon. Er allerdings auch. Und er setzt sogar noch seinen Zwerg ein. Okay, der Inferno war jetzt nicht schlecht von ihm. Okay, Pirat Level 3. Okay, eine Skelettoll. Er muss eine Bombe setzen. So, einmal mit dem Krieger. So, einmal mit dem Henker. Okay, er hat einen Sensenmann. Klar, One-Hit-Hit. Triade. Okay, er hat es jetzt gerade zwar über Tanten. Dämon. Wir wurden jetzt zwar dadurch ausgebremst. Okay, Dämon gegen Dämon. Steinstatue hält den Henker jetzt mal ein bisschen im Schach. Er setzt uns hier aber eiskalt unter Druck. So. Ein paar kleine Skelette. Ja, halt nichts wirklich im Schach. Sensenmann. Zack. Ich muss einmal die Bombe machen. Inferno. Okay, Pirat hat das überlebt. Weil sie Level 3 ist. Irgendwie stoppen. So. Jetzt habe ich noch was. Klar. Klar, dass er mit seinem Dämon kommt. Okay. Die Zeit läuft. Was heißt das denn? Aber gerade sind wir wirklich gerade sehr gut im Bogen verteidigen hier. Sensenmännchen. Zack. Schau noch. Eins. Ah! Die Burgen. Okay, es ist die Verlängerung. Okay, wenn nichts passiert, bin ich geliefert. Ah, er verteidigt das mit jedem Mittel und Zweck. Ah. Wir konnten einfach nicht vorbeikommen. Wir konnten es einfach nicht tun.
Ja. Dann setzen wir mal wieder ein. Golem. So eine kleine bewegliche Sache. Und eine weitere Triade. Wir können das Bogenschützen. Ein Zwerg dafür. Ah, das war aber jetzt gerade echt, aber unerwartet hier mit der Verlängerung. Echt? So. Einmal losstarten. Klar. Eine Bombe. Bam. Okay. Eine Dryade. Ein Inferno. Das natürlich echt stark getan hat. Noch eine Dryade. Oh, König. Inferno. Ja, jetzt haben wir uns beide gegenseitig infernot. Aber dafür habe ich meinen Dämon auf der Hand. Zumindest meine beiden Dämons. Und könnt ihn jetzt damit einmal kurz knechten, zumindest. Und noch ein Dämon. Er hat jetzt nur von hinten geknechtet. Bisschen so hier die Bogenschützen-Action. Bam. Er hat jetzt gerade ein bisschen Schaden an der Burg. Okay, Feuerball. Inferno. Hier ist ein Feuerball hier. Oh Gott. Triade. Ah, jetzt alles nach dahin sortiert. Dabei weiß er doch, dass ich das hier habe. Ich wurde voll ausgetrickst. Ich kann nichts daran erinnern. Klar. Ist eine kleine Niederlage. Okay. Krieger. Nee, nee, komm. Halten. Bogenschützen. So eine kleine Unterstützung hier. Okay, Bomben. Okay. Noch ein Zwerg. Okay, was geht, was macht er mit mir? So. Mich unter Druck setzen irgendwie. So, Drian. Unter Kontrolle. Zack. Noch ein Magier. Bombe. Bam. Er hat einen Feuerball gemacht. Inferno. Dämon. Zack. Dryade ist dran. Und noch einmal unterstützen. Ja, wir richten ihn zu. So, wir ziehen schon wieder was. Und haben ihn. Ja, wir haben ihn geknackt. Plus 31. So.
Bei unserer höchsten Dimension. Ja, sind wir so gut wie. Ja. Dann machen wir noch einen Kampf. Okay. Gegnerverbindung besteht definitiv. Okay, meine Hand ist voll. Wenn ich nochmal durchrotiere, muss ich. Okay, ich schmeiß was weg. Gib mir eine Bombe. Nein, keine Bombe. Nee, stimmt ja, die sind ja auf Level 6. Daher ist das dann wohl ein bisschen das Problem. Weil die Level 6 sind. Bombe hilft leider nur zu wenig, weil die überleben. Ja, und der hat er nicht schon. Das kann ich auch gegen Bogenschützen Level 6 unternehmen. So gut wie wenig, außer mit einem Inferno. Aber meine Bombe ist aktuell nicht stark genug. So. Bogenschützen 4, das geht ja wohl noch. Zack. Okay, er startet mit einem Pirat. Skelette. Allerdings ist der Pirat Level 4. Echt. Jetzt will er mich noch damit unter Bedrängnis setzen hier. So. Aber leider ist es einfach zu stark. Er hat seine Statue platziert. Klar, Dämon wird jetzt etwas Zeit gebrauchen für so eine Situation. Inferno haben sie alle überlebt. Eine Bombe an sich hat jetzt ein bisschen geholfen. Okay, zwei von den Ork-Kriegern. Ein Magier Level 2. Noch ein Magier Level 2. Und noch ein bisschen Zeit zu verbrauchen hier. Ich habe schon gerade einfach keine Karten mehr. Es ist gerade einfach wirklich zu krass. So. Klar. Ich kann jetzt gerade einfach echt schlecht was machen. Ja, ich sagte es doch. So, noch am besten machen wir noch ein Gameplay. Starten wir mal durch. Er setzt seine Level 2er ein. Durch dürften unsere überleben. Drogie. Bombe. War ja wohl die klassische Denkerweise, denke ich. Wehrt das Ganze noch mit Skeletten ab. Er will einen kleinen Push haben. Ja,
Mit den Inferno hätte er jetzt wohl gar nicht gerechnet. Okay, er setzt selbst auch den Ork-Krieger ein. Allerdings unterstütze ich. Okay, hatte ihn unterstützt. Oh, meine Hand ist voll. Ich habe eine Karte jetzt verloren. Dämon. Okay, er hatte noch einen Dämon benutzt. Jetzt setzt er noch einen Dämon ein. Hand ist voll. Einmal durch alle Flächen hier gehen. Dämon. Triade. Dran. Er setzt nochmal einen Dämon ein. Ja. Und jetzt kassiert er nochmal Schaden. Okay, Henker gegen Triade. Aber wir sind dran. Und wir haben ihn. Plus 30. Ah. Kämpfe, wie sie halt eben so sind. Aber bis Burg 3 fehlen uns noch einige Trophäen. Na gut, Hauptsache erstmal Burg 2. Ist schon mal zumindest ein kleiner Anfang hier. Aber wir sollten definitiv, wenn wir den Skelettkönig freigeschaltet haben, sollten wir den wahrscheinlich sehr wahrscheinlich zocken. Skelett Level 6 und Anzahl Skelett 12, das ist einfach viel. Zwar, dass sie mit der Bombe wahrscheinlich dann down gehen würden, aber ist schon wirklich ein toughes Skelett. Na gut, kommt drauf an, wie viel Schaden sie macht. So. Kartentechnisch. Ja gut, den Krieger könnten wir bald wieder verbessern, die Bombe auch. So wie die Bogenschützen. Henker. Inferno. Aber erstmal müssen wir wieder sammeln. Das braucht wieder erstmal seine Zeit. Ja gut, dann ist es eben so. Also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Falls dieses Video euch gefallen hat, dann Daumen nach oben, Abo da lassen. Und wir sehen uns im nächsten Video oder sogar im nächsten Stream wieder von Castle Crush. Dein haut rein. Ja, hier haben wir das Angebot, was man hier sehen kann. Und ja.